Moin Leute, und heute wird mal ein komplett anderes Video kommen. Wir sehen es hier schon. Hier ist eine VMAX Energy Dose. Diese Dose habe ich heute aus Polen mitgebracht. Wie man es hier hinten erkennen kann. Ja, ich habe noch drei weitere. Einmal Iron Shot Zero. Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, ja. Dann habe ich noch Iron Shot irgendwas. Sympathisch. Ja. Und dann habe ich noch Tiger. Max 50% more. Koffein. Ja, und diese drei Dosen werden in den nächsten 2 Wochen noch kommen. Also ein Let's Drink-Video dazu. Boah, geil! Und ja, das wird nicht. Also jeden Mittwoch kommt immer ein Rockstar Let's Drink-Video und ja, die anderen Tage kommen immer mal andere Dosen. Oder andere Energy-Sorten. Und ja, also dann werde ich die heute hier mal probieren. An der Seite steht drauf, dass ihr Grapefruit enthalten sein soll. Und mal gucken, ob das stimmt. Und mal gucken, ob die auch genauso süß sind wie von Rockstar. Erstmal der Geruchstest natürlich, wa? Ja, es riecht schon stark nach Energy. Nicht so wie bei Rockstar, da riecht man ja meistens nur das, ja, halt die Frucht war, die da enthalten ist. Hat eine sehr dunkle rote Farbe. Es sind 250 Milliliter enthalten und passt gerade so hier rein. So sieht das jetzt aus. Ja, und dann würde ich jetzt mal sagen, ich probiere es. Und dann kann ich euch auch sagen, ob man das von Polen trinken kann oder lieber nicht. Naja. Man schmeckt sehr stark den Energy raus. Wie gesagt, bei den also bei Rockstar jetzt, da schmeckt man, wenn da jetzt eine Frucht drin ist, die Frucht übelst raus. Hier ist ja auch eine Frucht drin, Cranberry. Und ja, ich schmecke die nicht raus. Ich schmecke eigentlich nur Energy hier raus. Also, ich habe die jetzt einmal gekauft, danach nicht nochmal. So viel kann ich dazu sagen. Mir schmeckt es nicht. Aber jeder hat ja einen anderen Geschmack. Ich empfehle es jetzt nicht weiter, da es mir nicht schmeckt. Aber ihr könnt ihr euch ruhig auch mal holen. Nö. Aus Polen, und dann könnt ihr mir auch sagen, wie diese Dose oder wie euch ja halt der Energy schmeckt. Hier nochmal so das Design gezeigt. Sieht man das? Das Design finde ich an sich sehr cool, sehr schön. Hier nochmal 250 Milliliter sind enthalten. Ja. Naja, das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.